über das Spiel seines Teams: "Wir hatten einen Plan, aber uns hat der Mut gefehlt, diesen Plan umzusetzen. Das 2:1 kannst du, bei den Angreifern, nicht verteidigen. Uns als Hertha BSC so zu präsentieren, hat mir insgesamt gut gefallen." Zu Doppeltorschütze Salomon Kalou: "Er hatte lange nicht getroffen und ich habe ihm letzte Woche gesagt, wenn man trifft, dann direkt zweimal." Zu den Ausschreitungen im Fanblock: "Ich habe keine Informationen, wie das war. Lass uns morgen darüber reden. Das sind zwei verlorene Punkte." Mario Götze: "Und trotzdem bleibt der BVB als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen. Es wurde nochmal richtig eng, weil Piszczek rechts im Strafraum freigespielt wurde, aber in der Mitte keinen Abnehmer fand. Kalou tritt an und versenkt souverän oben rechts. Sagadu zieht und zieht und Selke fällt. Wobei auch Selke zuvor gezogen hatte. Es ist eine ganz ähnliche Szene wie vergangene Woche, gegen Freiburg. Nochmal Freistoß aus dem Halbfeld. Birki kann den langen Ball nicht festhalten, Kalou knallt den Ball aufs Tor, doch der Ball wird geblockt. Das wär's gewesen. Brun Larsen ist völlig frei vor dem Tor und kann sich die Ecke aussuchen, nachdem Pulisic über rechts geschickt wurde und den Ball schön vors Tor getreten hatte. Doch dem Jungen denen versagen die Nerven. Übrigens hat auch Lucien Favre schon zweimal Personal getauscht. Brun Larsen ist für Guerreiro im Spiel und Pulisic für den Mann des Tages, Jadon Sancho. Guerreiro ist völlig frei durch, weil Hertha beginnt, hinten zu öffnen. Der Portugiese kommt auch unbedrängt zum Abschluss, doch Jahrstein hält großartig. Nach einem zu kurz geratenen Klärungsversuch von Lustenberger steht Reus 10 Meter vor dem Tor relativ unbedrängt im Strafraum. Sein Schuss wird aber geblockt. Hertha muss sich jetzt was einfallen lassen, wenn sie noch was Zählbares holen will. Noch 13 Minuten. Diros und kommt, Duda verlässt den Platz. Laut den Dortmunder Ruhenachrichten versteckten sich Berliner Fans, um sich zu tarnen, unter ihrer Ultrafahne. Als nach einer Viertelstunde Spielzeit erneut Pyrotechnik entflammte, schritt die Polizei ein, eine Hundertschaft postierte sich vor dem Hertha-Block und kassierte die Fahne ein. Beide Seiten lieferten sich eine Schlägerei. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstücke ein, die Herthaner wehrten sich unter anderem mit den Befestigungsstangen vor dem Block, schlugen damit auf die Polizisten ein und bewarfen sie sogar mit Pyrotechnik. Erst nach mehreren Minuten hatte die Polizei die Lage vorerst unter Kontrolle. Aus Protest stellten die Berliner Ultras den Support ihrer Mannschaft ein. Die Dortmunder Ultras solidarisierten sich und beendeten ebenfalls die Anfeuerungen. Hakimis Flanke wird länger und länger und fliegt nur um einen Meter am linken Torpfosten vorbei. Da wäre Jahrstein nicht mehr dran gekommen. Anschließend ist Selke frei durch, steht aber auch im Abseits. Hakimi legt den Ball butterweich in den Strafraum auf Reus, der den Ball gar nicht mehr berührt. Der Ball kullert auf leere Tor zu und Sancho drückt ihn sicherheitshalber über die Linie. Klare Sache, die erneute Führung ist verdient. Dortmund ist wieder am Drücker, plötzlich ist Hakimi im Berliner Strafraum durch und schießt die Kugel ans Außennetz. Zunächst zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt, nimmt den Strafstoß dann aber nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurück und verlegt den Ort vor den Strafraum. Den Freistoß zirkelt Reus über den Kasten. Nein, das sind keine neuen Aufnahmen, sondern Impressionen der Vorkommnisse auf den Tribünen in der ersten Hälfte. Punkt. In der zweiten Hälfte hat Hertha zunächst zwei Halbchancen, ehe Jahrstein einen Kopfball von Piszczek sicher fängt.